Liebe Emmericherinnen und Emmericher, nach einer kleinen Pause im Juli melde ich mich mit einer neuen Videobotschaft zurück. Ich hoffe, Sie hatten eine schöne Urlaubs- und Ferienzeit. Sie konnten sich einigermaßen erholen, trotz aller Auflagen, die letztendlich auch im Urlaub gegolten haben. Seit Mittwoch sind die Schulen wieder in Betrieb. Die Grundschulen sowie hier hinter mir die Rheinschule haben Glück gehabt. Dort ist während des Unterrichts keine Maske zu tragen, aber alle weiterführenden Schulen müssen auch die Kinder in den Unterrichtszeiten die Maske tragen. Das ist natürlich nicht schön, das ist behinderlich, das erschwert den Unterricht, aber die Beschränkung gilt bis 31. August und wir müssen abwarten, wie sich die Infektionszahlen bei der Corona-Krise jetzt entwickeln, aufgrund der vielen Reiserückkehrer, die zurückkommen, und wir können bundesweit beobachten, die Zahlen steigen. Hier in Emmerich sind wir im Juli eigentlich konstant gewesen mit unseren Zahlen und seit dieser Woche gibt es allerdings 2 neue Corona-Fälle auch in Emmerich. Seit ein paar Tagen suchen wir Baumpaten. Sie haben alle mitbekommen, es war sehr, sehr heiß in den letzten Tagen. Die Hitze ist jetzt erstmal vorbei, aber es bleibt warm und die Bäume brauchen unsere Hilfe. Wenn Sie also Baumpate werden wollen, Wassersäcke helfen zu füllen, dann nehmen Sie über unsere Internetseite www.emmerich.de mal Kontakt auf. Informieren Sie sich über die Baumpatenschaft-Geschichte. Gar nicht so schwer. Wenn man ein paar Eimer Wasser dazu kippt, dann hat der Baum erstmal wieder eine gute Überlebenschance. Am Montag oder Dienstag, Mittwoch werden Sie in Ihrem Briefkasten die Wahlbenachrichtigung finden. Ab Montag, 10 Uhr, ist das Rheinmuseum auch geöffnet. Dort können Sie schon wählen. Sie können Ihre Briefwahlunterlagen anfordern. Wenn Sie keine Karte bekommen sollten bis zum Ende der Woche, melden Sie sich bitte bei uns. Dann werden wir prüfen, woran das gelegen hat. Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende. Bleiben Sie gesund und wir werden uns in der nächsten Woche wieder melden.